Hallo Leute. Auf Wunsch werde ich heute mal meinen Grill vorstellen. Ich habe einige Pins bekommen und einige haben geschrieben, was ich für einen Backofen habe. Oder beziehungsweise was für ein Grill das ist. Das ist ein Weber, ein Go Anywhere. Und den möchte ich euch mal ganz kurz vorstellen. Auch das Zubehör, was ich dafür alles habe. Also wir haben schon sehr viele Grills gehabt. Aber mit denen bin ich sowas zufrieden. Wir machen dann wirklich mit alles. Wir schmoren, wir backen, wir räuchern, wir grillen. Wir machen wirklich alles damit. Und ist leicht sauber zu machen. Und wie gesagt, ich möchte euch noch mal vorstellen mit dem Zubehör, was ich habe. Was ich meine, das ist wichtig. Und anschließend mache ich dann noch mal ein paar Bilder. Oder ich habe ein paar Bilder, was ich da alles so gemacht habe an Gerichten. So, es geht los. Zwischendurch blende ich mal Bilder ein, wie der Go Anywhere neu aussieht. Der ist ja jetzt schon ein paar Jahre, wo ich mit kochen. Wir kochen viel. Die liefert, also erst muss ich sagen, das ist ein Go Anywhere mit Gaskartuschen. Also der ist normalerweise mit Gaskartuschen. Wobei ich habe einen Schlauch gekauft für große Flaschen, weil das für mich einfach besser ist, weil ganz Schmorgerichte mache und das dauert manchmal 3-4 Stunden, wenn ich was mache. Ich möchte ihn jetzt davon nicht abbauen. Das sind diese Henkel, die werden hier oben rüber geklappt und dann ist er wirklich nur ganz klein. Wie gesagt, ich mache oder zeige nachher mal ein paar Fotos, wenn er zusammengeklappt ist, wie er denn aussieht. Geliefert wird er eigentlich im Prinzip mit dem Deckel und ein Grillrost, was jetzt auch schon etliche Jahre alt ist. Das ist beschichtet, so wird er beliefert oder geliefert. Der ist ja total unkompliziert, den kann man wirklich mit der Drahtbürste reinigen und die Beschichtung geht nicht kaputt. So, was wir jetzt dazu gekauft haben, sind einmal solche Auffangschalen. Die kommen unten rein. Wie gesagt, ich mache immer Fotos, damit ihr das mal seht. Die kommen unten rein, dass das Fett nicht in den Grill läuft, sondern in den Schalen. Und ein Brennerschutz. Das ist der alte. Ich glaube, heute gibt es schon welche, die haben so verschiedene Löcher unten, damit der richtige Hitze rausmacht. Aber ich habe kein Problem damit. Wie gesagt, das haben wir dazu gekauft. Dann habe ich mir ein Rost hier nochmal zugeholt. Ich zeige euch auch gleich, für was ich den benutze. Also das, denke ich mir, ist ganz, ganz wichtig. Und einen Aufsatz, den zeige ich euch gleich. Dazu habe ich mir geholt, was für Schaschlik machen. Das wird hier drauf gemacht. Eigentlich auch simpel und einfach. Ihr müsst dann mal googeln, irgendwie Go Anywhere Zubehör. Dann kommt Fleisch drauf und dann werden die so draufgesteckt. Meine ehrliche Meinung, braucht kein Mensch. Also wir haben es mal probiert und dafür wird er, wenn er ohne Deckel ist, man könnte jetzt auch drauf machen. Aber das funktioniert nicht richtig. Meine Meinung nicht. Meinungen gehen ja auseinander. Einer findet das ganz toll, wir nicht. So. Wie gesagt, diese Schaschlikspieße kann man, meiner Meinung nach, sich wirklich sparen zu kaufen. Muss aber jeder selbst wissen. Was wir dazu gekauft haben, ist wie gesagt nochmal ein Rost. Warum? Weil ich nämlich den hier drauf liegen kann. Und habe dann öfter schon mit Schalen, wo ich dann zum Beispiel, Fotos kommen nachher wieder, so Hähnchen reinmache. Hähnchenteile mit ganz viel Gemüse, Deckel drauf, passt super. Mein Highlight ist allerdings, was wir dazu gekauft haben, ein Aufsatz von BBQ. Auch wieder googeln, im Internet einfach eingeben, Go Anywhere Zubehör. So, das ist wirklich eine feine Sache. Also der Motor hier, der ist also absolut super. Ich habe ja zwei Hähnchen schon drauf gehabt von
das Stück, so ungefähr 1,7 Kilo, zwei Stück, der Motor, der dreht, das ist überhaupt kein Problem. Damit haben wir schon Hähnchen gemacht, Haxe gemacht, also super. Und die Batterien habe ich, also das mache ich ja gar nicht sagen, den benutze ich jetzt ungefähr 2 Jahre und ich habe noch nicht einmal Batterien gewechselt. Also der Spieß ist ganz toll. Ich habe mir zusätzlich hier noch Schrauben reingemacht, Bilder kommen wieder von oben, damit, jetzt kommt das nämlich, damit ich zum Beispiel jetzt mein Rost hier reinbringen kann. Das ist also auch wieder für Schmorgerichte. Ist drin. Und jetzt habe ich einen gusseisernen Topf, den, ja, wie gesagt, den man stundenlang drauf machen kann. Da mache ich ja zum Beispiel mit Pulled Pork oder Gulaschsuppe niedrige Temperatur. Ach, ich muss ihn einen tiefer machen. Entschuldigung. Ups. So. Einen tiefer machen und der ist verschwunden. Und wie gesagt, dann kann man wirklich Pulled Pork machen, was ja teilweise bis zu 7-8 Stunden drin ist. Auf niedrige Temperatur. Ich zeige euch Bilder. Wie gesagt, anmachen und dann kannst du das ruhen lassen und dann kann das da 6-7 Stunden drinnen Pulled Pork machen auf kleinste Hitze. Also das ist ganz toll. So. Das mittlere hatte ich für diese Schale. Für diese Schale habe ich das mittlere gemacht. Wenn ich jetzt Hähnchen, wie gesagt, Hähnchenteile mache, dann kommt da Aluminiumfolie drauf und dann der Deckel drauf. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich bin wirklich super, super begeistert von den Goo Anywhere. Ich habe wirklich nichts Besseres gehabt und wir haben wirklich, wirklich. Wir haben sehr viele Grills gehabt und das war noch, also ja, keine Sprachfuß. Das ist wirklich super. Ich bin damit so zufrieden. Ich komme damit auch super aus. Selbst die Kartuschen, die dabei sind, die kann man jetzt von Weber kaufen. Oder auch von den Kardak. Von Kardak sind die Kartuschen, ich glaube, circa sogar 2 Euro billiger. Müsst ihr mal googeln, ich habe die Preise nicht im Kopf, aber ich weiß, dass das um die 2 Euro billiger waren, die Kartuschen. Und damit kann man also auch mindestens 5-mal grillen, ohne Probleme. Also wie gesagt, die halten auch sehr lange, aber ich mache das, wie gesagt, lieber mit so einer 11 Kilo Gasflasche. Ja. Dann bin ich auch eigentlich schon durch. Wie gesagt, das ist meine Empfehlung. Die Meinungen gehen ja viel auseinander, aber wie gesagt, ich bin damit super zufrieden. Den gibt es übrigens auch als Kohlegrill. Aber ja, ihr wisst, als Formulist, oftmals sind schon auf Stellplätze das Grillen verboten mit Kohle. Darum, mit Gas geht das immer. Ja. Schönste ist eigentlich hier, muss ich ehrlich sagen, so, das ist der Topf, das ist also Gust, ich sag, das ist einfach eine Granate. Bekommen habe ich den bei Aldi mal und ja, wie gesagt, ich bin super zufrieden, tolle Gerichte kann man eben machen. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug gesammelt.
Chico, mal. So, hier nochmal so einen kleinen Eindruck, wo wir stehen. Wir stehen hier auf einem wunderschönen Stellplatz in Portugal. Heute haben wir etwas Wind oder ganz schön Wind, habt ihr ja vielleicht auch schon mitbekommen im Video. Aber ja, immerhin noch schöner als in Deutschland jetzt bei den ja, Sauwetter, sag ich jetzt mal. Hier vorne haben wir unser Chico. Ist natürlich an der Leine. Und dann haben wir hier noch unsere liebe Nachbarin. Die hat auch eine ganz kleine Katze und einen kleinen Hund. Da muss ich noch mal hingehen. Mit dem bin ich vorgestern spazieren gegangen. Leute, ich gehe da mal kurz hin. Und vielleicht habt ihr die kleine Katze gesehen, die gerade hierher gelaufen ist. Das ist auch von der Nachbarin, die Katze. Ich drehe nochmal. Die beiden spielen immer zusammen. Gut. Ich werde jetzt mal Pause machen. Ich werde mir ja ein Bier schnappen, Bier aufmachen und dann werde ich das ja, nachher mal schneiden und auf YouTube setzen. So, viel Spaß Leute, bis zum nächsten Mal, da werde ich dann natürlich wieder kochen und ein Video reinsetzen. Tschüss!